mal, lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Lieber Papa. Lauter. Lieber Papa. Wir gratulieren dir herzlich zu deinem Geburtstag. Weil du meist fort in wichtigen Sachen und oft nicht weißt, was wir denn machen, soll dir dies Buch nun all das zeigen, was hier geschah im bunten Reich. Dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in vom Mailand abgebrannt, Maikäfer fliegt. Das aus, das Lied. Das Radikalste ist heute gerade radikal und das Totalste ist gerade total genug. The radio reporter didn't need to feign respect. He was himself a trusting disciple of his Führer. The reporter created a myth and then fell for it. When the unemployed Dr. Joseph Goebbels found his cult figure, he felt called by God. This man was his Messiah. Diary entry, November 6th, 1925. And those big blue eyes like stars. He is pleased to see me. I am filled with happiness. He is there. He shakes my hand. Then he talks for half an hour with wit, irony, humor, sarcasm, earnestness, fire, passion. This man has all the qualities of a king, the born champion of the people, the future dictator. The longing for a strong man. The yearning for strong words. Engsten Mitarbeiter des Führers schauen auf ihn und finden in seinem Gesicht Kraft und Stärke und Zuversicht. Ein Mann von wahrhaft säkularer Größe. A man of such stature needs someone who will beat the drum for him and follow him blindly. Hitler hat, glaube ich, Goebbels sehr geschätzt. Als sehr treuer Gefolgsmann, als absoluten Nationalsozialisten und als unerhört tüchtigen Mann in seiner Funktion als Propagandaminister. Aber ich habe eigentlich nie einen Unterton von, ja, von freundschaftlich oder auch nur freundlicher Beziehung gehört. The leader and his misleader, the master and his apprentice. When little Dr. Goebbels grew fearful of rivals for his Führer's favor, a few words of praise or a paternal pat on the shoulder were enough to cheer him up. Vor allem aber muss ich dann heute danken Ihnen, mein Doktor, der Sie damals vor 10 Jahren von mir eine Fahne in die Hand bekommen haben, die Sie nun in des Reiches Hauptstadt aufpflanzen und zum Banner der Nation in Berlin erhoben haben. In November 1926, Hitler had sent the failed writer into the lion's den, to Red Berlin, where the National Socialist Party was languishing. Gauleiter Goebbels was given the job of seizing power. Mm-hmm.
The parvenu from right in the Rhineland saw the chance of a lifetime. He set to work with ambition, agility, and total lack of scruple. He wanted one thing above all, to be noticed. Die Bewegungen waren die Bewegungen eines Volkstribuns. Der hagere, etwas kleine Körper, ein unverhältnismäßig großer Kopf und ein unglaublicher Mund. Ein Mund, der das Gesicht zerschnitt. Und was mir damals an ihm auffiel, war, dass er damals schon etwas Marionettenhaftes an sich hatte. Nein, so kann es nicht weitergehen. Lass uns zusammen! As a campaigner, Goebbels quickly got down to business. As a speechmaker, he was still a little wooden. Ein ganzes Volk fällt in die Verzweiflung. Es gäbe für Deutschland keine Hoffnung mehr, wenn wir nicht wären. He insisted on his own newspaper, Der Angriff, The Assault. Der Angriff aus der Zeit, das war ganz entsetzlich. Ganz entsetzlich. Also solche Lügen, was die sich erlaubt haben. Aber das Volk, ein Teil des Volkes, hat es geglaubt. Und dadurch gelang es auch Goebbels, einen großen Teil des Kleinbürgertums und sogar des sogenannten damaligen Proletariats auf seine Seite zu ziehen. Goebbels hat verstanden, dass er durch Terror die Straße erobern kann, wenn er. Headlines and gangs of thugs, threats and enticements, agitation and violence. The Gauleiter welcomed casualties, even deaths. Martyrs have publicity value. The death cult as a propaganda weapon, this is where it began. Ich habe mehrere solcher Begräbnisse mitgemacht, unter anderem auch das von dem Horst Wessel, dessen Tod ja nun geradezu ein Paradebeispiel dafür ist, was aus so einer Sache sich propagandistisch machen lässt. Er hat ja den Horst Wessel als Sohn eines Pfarrers und als einen rechtschaffenen Studenten und jemanden, einen Idealisten, der für das Hakenkreuz gekämpft hat und der ein Lied gedichtet hat und der es hat singen lassen von seinen Leuten und so weiter. Er hat ja diesen Horst Wessel-Mythos geschaffen und der hat ja auch angehalten bis zum Zusammenbruch. In step with this anthem, the Republic marched to its ruin. Nach 33 wurde dieses Lied ein heiliges Lied in Deutschland, das man mit einer bestimmten Ehrfurcht behandeln musste. Wenn man die Hand nicht erhoben hat, wurde man angepöbelt. Hat man sie erhoben und man wurde als Jude erkannt, wurde man dreimal angepöbelt. Also es war eine sehr missliche Lage, sowohl mit der Fahne als auch mit diesem Lied. The firebrand fanned the flames with which the brown-shirted nobody set Germany on fire. Scheiterhaufen kannten wir aus Bildern, in Geschichtsbüchern, im Mittelalter, aber in unserer Zeit doch etwas Unerwartetes. Und im Schein dieser Flammen hat sich das Gesicht von Goebbels immer wieder verändert und nicht zum Guten. Es hat etwas Unmenschliches an sich gehabt. Ich dachte an Goebbels. Wer war er?
Ein Journalist, der niemals seine richtige Arbeit bekommen hat. Ein Autor, dessen Bücher abgelehnt waren. Und ich überlegte, als Journalist, ist das oft in der Weltgeschichte passiert, dass ein erfolgloser Journalist, ein erfolgloser Autor dastehen kann und die Bücher der Konkurrenz verbrennen. Es war ein Triumph für den kleinen Doktor. Er wollte den Hass anzünden. Ich glaube, er hat an den Hass geglaubt. Auch in eigener Sache. Goebbels mochte die Menschen nicht. He particularly hated Jews. Now he was in power, he made them suffer. They became the scapegoats for his years of failure. Um 10 Uhr hat der Bagott begonnen. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. Goebbels' use of violence against Jewish shops. It was a foretaste of what was in store for people when racial lunacy became law. The Germans were shown the regime in brilliant color. Goebbels had the seizure of power reenacted for the cinema. A facade. Darum freut es mich heute, mit Ihnen zusammen nach altem Brauch das Richtfest feiern zu können. His new propaganda ministry, headquarters of brainwashing and mass seduction. From here, he launched a propaganda campaign without equal, which overran the whole country. The technology was new. The message was barbaric. Thought control. Das ist das Geheimnis der Propaganda. Dem, den die Propaganda erfassen will, ganz mit den Ideen der Propaganda zu durchdringen, ohne dass er überhaupt merkt. Selbstverständlich hat die Propaganda eine Absicht, aber die Absicht muss so klug und so virtuos kaschiert sein, dass der, der von dieser Absicht erfüllt werden soll, das überhaupt nicht bemerkt. Here, the controller of the press brought his agents into line, and they obeyed to the letter. Man fühlte sich, also ich fühlte mich relativ frei und habe immer geglaubt, ich könnte schreiben, was ich wollte. Aber seltsamerweise, erst Jahre später, wenn ich alte Artikel von mir las aus der Zeit, wunderte ich mich über den gehemmten Stil, in dem sie geschrieben waren. Es war wirklich, als wenn man im Geiste stramm gestanden hätte und Befehle erwartet hätte. Wir aber hatten, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenblicken nicht einmal zu befehlen brauchten. Ein leiser Wink genügte, um der Presse klarzumachen, jetzt gibt's keine Diskussionen. As a result, these journalists became servile heralds of the dictatorship. Dutifully, they anticipated the party line. Aus Gründen der Ehre verlassen. Warum wird aus diesem Anlass eine neue Volksbefragung in die Wege geleitet? Es weiß doch jeder Mensch, dass das deutsche Volk geschlossen hinter der nationalsozialistischen Regierung steht. Pictures, in fact, were the most effective tool. Kilometers of film. These are Goebbels' real legacy, pictures intended to spellbind.
Columns of people. German Brotherhood. Cult. Order in a chaotic world. That was the fatal promise of pictures such as these. A high office for the high priest. Now as much enthralled to his own cult as its creator. The Third Reich as a continuous national holiday. The spectacle, the setting, the master of ceremonies among his followers. The opinion maker kept a watchful eye on the mood of the people, his idea of a public opinion survey. Pressing the flesh went with the job. So, und das freut einen, dass so viele mit dem goldenen Parteiabzeichen dabei sind. Und die Landarbeiter, ja. Wie viele Kinder haben Sie? Zwölf. Da muss ich mich ja genieren. Ja, aber nicht mit einer. Wie viele haben Sie? No need for the minister to be embarrassed about the size of his family. He had dutifully fulfilled his quota. A family idyll, just like an advertisement. The little Rhinelander had come a long way, and he wanted everyone to see it. The Third Reich's model family. His wife Magda came from a good family. She was a good catch and a loyal party member. A couple entirely to Hitler's taste. What a model husband. With this woman at his side, he played the man of the world, who enjoyed basking in power. Status symbols of the 30s. Among other things, a yacht. Even he said it was a little expensive. The bon viveur liked traveling to Italy. In the country of the Duce, his shining example, he represented Hitler's Reich. He would have liked to be foreign minister. Back home, he accepted a country estate from the city of Berlin. The Universal Film Studios paid for the renovations. It was nothing corrupt, just a token of respect. The family home next door. A home without a father. His duty to the fatherland took precedence. Still, to the outside world, the picture of domestic bliss. Betete die Kinder an und die beteten ihn an. Spielte mit den Kindern himmlisch. Das hat mir schon so imponiert, weil ich das nie erlebt habe, dass ein Vater mit Kindern herrlich spielen kann. Und es war ein tadelloses Familienleben. But the model husband was often away from home, chasing skirt. It was typical of Goebbels to find highfalutin words for it. Keine Moralinprediger, sondern wir sind offene Renaissance-Menschen und wollen das auch in der öffentlichen Meinung zum Ausdruck bringen. He did just that unabashedly as the head of German film. He exploited his position shamelessly, using starlets to boost his own ego. He was an adept of the casting couch. It was always the same story. Und dann hat er gesagt,
Ach, er hat es also so genossen, sich etwas entspannen zu können und ich sah eine so charmante Unterhaltung. Ich habe überhaupt keine Mühe gegeben. Denn ich war also wahrscheinlich viel zu verängstigt. Ich möchte doch mit ihm eine Spazierfahrt machen und er fährt abends immer gerne durch die Gegend und ob ich ihm Gesellschaft dabei leiste, also was soll unser einer da machen? Wir sind herumgefahren, kreuz und quer durch die Stadt und dann schließlich auf eine Autobahn und einen großen Zaun und da war ein Wald und der Zaun ging auf von alleine, sind wir reingefahren und da war ein Haus, ein kleines Bungalow auf einer Anhöhe über einem See. Und dann macht jemand die Tür auf da und dann hat er Feuer gemacht oder jemand hat Feuer gemacht und wurde mir etwas angeboten und hingesetzt und geplaudert und geredet und geredet. Na ja, und dann hat er Avancen gemacht. Ich fand das also so einfach unmöglich und erschreckend und wirklich, also ich hatte kein Interesse mehr an meiner Karriere. Das ist, ich hat mir versprochen, was ich alles werde. Und ich habe mich so hysterisch aufgeführt, dass er also aufgegeben hat. Und hat mir dann gesagt, so werden Sie allerdings keine Karriere machen, hat er gesagt zu mir. Das war Freitag. Am Sonntagnacht, glaube ich, oder Montag, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf dem Weg ins Atelier oder vorher, diesen Film weiterzumachen, wurden wir alle angerufen, dass der Film abgebrochen wurde. Anyone who opposed him was finished. A bone marrow disease in his childhood had crippled his right foot. He was excluded from the ranks of the able-bodied, yet hated nothing more than imperfection. Aus seinen Jugenderlebnissen als Körperbehinderter hatte er bestimmte Charakterfehler, das kann man schon sagen. Und dazu gehört einmal eine Rachsucht, ja, Vergeltungssucht, die er ohne Frage hatte. Er konnte nicht vergessen, wenn ihm einer, das trug er ihm sein Leben lang nach. Kurz und gut, er hatte durchaus auch negative Züge entwickelt, die ich absolut auf seine Kindheitserlebnisse zurückführe. Ohne Frage ist sein Verhältnis zu Frauen sehr, auch durch diese Kindheitserlebnisse sehr stark beeinflusst und hat sich auch auf seinen Charakter hemmend ausgewirkt. A fling with this woman developed into a full-blown affair with far-reaching consequences. In a film Acclay, Goebbels asked the Reich for understanding, playing the lead, his darling. Ich habe eigentlich seine Liebe geliebt. Er hatte mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Und er hat dann leider das seine Frau gesagt. Und sie ist am nächsten Tag zum Hitler und hat ihm alles anders erzählt, als es war. Hat ihm gesagt, ich hätte mich in ihre Ehe eingeschlichen und hat gelogen. Und der Hitler hat sich den Goebbels kommen lassen und hat von ihm Ehrenwort verlangt, dass er mit mir Schluss macht. Ich fürchte, man sieht uns am Hofe nicht allzu gern. Wie kommst du darauf? Nein, ewig bestimmt nicht. Ich werde in den nächsten Tagen mit meinem Vater sprechen. Und der Hitler hat am Obersalzberg alle zusammengerufen. Die Magda Goebbels wollte sich scheiden lassen. Die war schon so weit, dass sie sich scheiden lassen wollte. Der Goebbels wollte abtreten, abdanken und wollte nach Japan als Konsul gehen und sagte, wenn ich Krawatten verkaufen müsste in Japan, ist es mir egal, aber ich möchte abdanken. Da hatte Hitler einen fürchterlichen Krach gemacht und hat natürlich getobt, er hat den Goebbels gebraucht, nicht wahr? Er konnte das nicht annehmen und hat da so einen Krach gemacht. Und dann hat er gesagt, also gut, versucht zusammen 3 Monate zu leben. Und wenn nach 3 Monaten ihr mir sagt, dass ihr nicht miteinander leben könnt, dann gebe ich euch die Scheidung. Das war natürlich nicht so gedacht. Er wollte nur Zeit gewinnen.
Es fällt mir wirklich schwer, ewig. 8 lange Wochen. Die Zeit wird Ihnen schneller vergehen, als Sie denken. This time Goebbels met with a frosty reception at the Berghof. To Hitler, the scandal was an embarrassment. An affair with a Czech at the time of the Sudetenland crisis was simply out of the question. Alarmed, the lover bowed to his master's orders. He valued his goodwill more than the love of any woman. Hitler gab eiskalt Goebbels den Befehl, binnen 48 Stunden diese Frau Barova nach Prag, sie war Tschechin, zurück zu befördern. So geschah's. Und Hitler, Goebbels war von diesem Moment an zur großen Freude seiner Feinde, Röhmdorf und anderen, abgemeldet. Das hat ihn derartig bedrückt, dass er nicht mehr zu den üblichen Mahlzeiten in die Reichskanzlei eingeladen wurde, dass der Führer ihn wirklich in den Hintergrund stellte. Und ich habe in dieser Phase habe ich gemerkt, wie abhängig er davon war, eben wie der Alkoholiker von der Flasche. Das heißt, er sehnte sich nach einem Schluck aus der Buddel. Er sehnte sich danach, vom Führer wieder mit Energien aufgeladen zu werden. His chance came unexpectedly in November 1938. On the streets of Munich, the old fighters were commemorating Hitler's failed putsch when the news came in that a German diplomat had been shot in Paris by a Jew. Und nun witterte Goebbels eine Gelegenheit, sich wieder in Erinnerung zu bringen und beim Fürsten zu profilieren. Und alarmierte seine Berliner SA, die ja ganz auf Goebbels eingeschossen war. Mit ihr hat er ja seinerzeit Berlin erobert. Und ihnen die Straße freigab und nunmehr zeigen wollte, dass er der Unentwegte ist, der Hundertprozentige. Und ließ diese Leute und den Plebs, den Pöbel, auf die Juden, auf die jüdischen Geschäfte los. November 10th, 1938. I went to the party reception at the old town hall, a huge gathering. I explained the situation to the Führer. He decided to let the demonstration continue and withdraw the police, so the Jews would feel the people's anger. The right decision. I gave the relevant orders to the police and the party. Then I spoke briefly to the party leaders. Thunderous applause. Everyone rushed straight to the telephones. Now the people would act. I was about to return to my hotel when I saw the sky was blood red. The synagogue was on fire. We had it doused only where it threatened other buildings. Apart from that, we let it burn. As I drove back to the hotel, the window panes were rattling. Bravo, bravo. Stage-managed public rage. He had a knack for it. With this barbaric action, he marked himself as the most radical Jew-hater. Ich glaube, Hitler sowie Goebbels waren davon überzeugt, dass es in der Welt eine jüdische Verschwörung gab. Die Juden waren ein Teil der Bevölkerung, der vernichtet werden musste. Ich glaube, das war vom ersten Moment an klar. Er hat ausführlich gesagt, dass den Juden der Krieg erklärt wird, dass die Juden Unrecht daran tun, es nicht ernst zu nehmen. Es gab eine Goebbels-Rede, in der er sagte, die jüdische Presse, denn er war ja der Herr der Presse, macht uns lächerlich. Und ich aber sage euch, sagte Goebbels, es wird der Tag kommen, wo den Juden das Lachen vergehen wird. Ist das schon ein Programm für Buchenwald und Auschwitz? Ich bin nicht sicher.
Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. An agitator like that was indispensable to the head of state. Hitler also needed him to beat the drum for war, but he kept his plans for invasion from his henchmen. In Berlin, the greatest military parade ever seen. Abroad, a minister who played the angel of peace. Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Misfortune, when the war began, was to slip back into third place. While Hitler's Wehrmacht overran Poland, Goebbels delivered the musical accompaniment, a war of words. So ist es, wenn die deutsche Luftwaffe zuschlägt. Sie wird auch den Schuldigsten der Schuldigen zu treffen wissen. The innocent were the first to be hit. The armchair warrior Goebbels was impressed that they were getting down to business, without regard for reputation or international opinion. On a trip to Poland, he looked for validation of his racial hatred. November 2nd, 1939, a trip through the ghetto. We got out and inspected everything closely. It's indescribable. They aren't humans, they're animals. This is therefore not a humanitarian task, but a surgical one. One must make incisions here, quite radical ones. Ende 39 oder 1940 waren eine Reihe aus Polen in den Wochenschauen Judenaufnahmen von jüdischen Gesichtern zu besichtigen. Und als es da wieder hell wurde nach dieser Vorführung, sagte er, er könnte sich nicht vorstellen, wenn diese Juden wieder zurückkommen zu uns. Wenn wir also den Krieg verlieren sollten, nicht vorstellbar. Aber meine Frau und ich, wir haben schon ab und zu darüber gesprochen, das werden wir dann nicht mehr erleben. Da bringen wir uns um. Er hat sie richtig beschimpft oder guckt euch das an und der richtige Verbrechervisage und so weiter und so weiter. In einer ganz merkwürdig aufgeregten Form. Against people like these, Goebbels' films incited hatred. Pictures of the enemy. And these are the heroes. Uncle Rommel with the family. A modern general, a careerist like Goebbels himself. Goebbels was the first to make an idol of Rommel. Victories are the best propaganda. In their wake, Goebbels' skepticism about a war on two fronts faded. His steadfast belief in Hitler's genius banished all his doubts. The civilian with no military service played the commander. He wanted to be more soldierly than his soldiers. In the Second World War, he tried to make up for everything that had been denied him in the first. His great moment came in June 1941. This time, he was informed. This time, he had an anthem at the ready. This time, he was allowed to declare war. The invasion
of the Soviet Union. Hitler claimed that Moscow was plotting with Britain against Germany. A war of annihilation masquerading as a fight for freedom. Goebbels was in his element. He sold the Angriff, the war of assault, as a preventive measure. Don't let the truth get in the way of a good story. Die entschlossene Tat des Führers ist dem alles vernichtenden Mongolensturm zuvorgekommen. This hate campaign revealed the true face of Dr. Goebbels, a complex-ridden Herrenmensch on the rampage. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. This man murders with words. Tour of inspection at a prisoner of war camp. Even in the face of suffering, compassion is foreign to him. In the shadow of war, he pushes on as the plan to murder the Jews is executed. August 20th, 1941. I'm starting to become active in the Jewish question. As the Führer has allowed me to introduce an insignia for the Jews, I think I shall be able to carry out the necessary reforms very quickly and without legal documentation. If this badge is worn by every Jew, very soon they won't dare show their faces in our town centers. They'll be pushed out of sight. Natürlich trug ich die Nase hoch, nicht so in dem Gefühl, seht her, so sieht eine Jüdin aus, nicht wahr? Und das ist ziemlich anstrengend. Noch dazu, wo es natürlich Menschen gab, die mich mit Hass ansahen. Und es gab auch Menschen, die mich freundlich ansahen. Und es gab Menschen sogar, die mir heimlich was im Gewühl der U-Bahn oder der Straßenbahn mir etwas in die Tasche steckten, was ich nicht bekam als Jüdin. Nicht? Also dieses war schon eine ganz fürchterliche Auszeichnung, nicht wahr, die ans Mittelalter erinnert, wo man das ja auch mit den Juden gemacht hat, nicht wahr? Und ich glaube da schon, das hat viel mit ihm zu tun, mit seiner Behinderung. Er fiel eben auch auf. Es wäre ja sehr unklug gewesen, wenn wir vor der Machtübernahme schon den Juden ganz genau auseinandergesetzt hätten, was wir mit ihnen zu tun beabsichtigten. Das war ganz gut. Es war ganz gut und zweckmäßig, dass wenigstens ein Teil der Juden dachte, na, ganz so schlimm wird's ja nicht kommen, die reden viel, aber das wird sich ja noch finden, was sie tun werden. Goebbels knew only too well where the Jews' journey would end. He had been initiated into Hitler's plans and approved of them. March 27, 1942. The Jews are being deported to the east from our territory in Poland. I will not describe here the barbaric procedure which is used. Very little is left of the Jews afterwards. Roughly speaking, one can say that 60% of them must be liquidated, and only 40% can be used for work. The Jews are receiving their punishment. It may be barbaric, but they fully deserve it. Ich weiß nicht mal, ob er diese Absicht hatte, Juden zu Bürgern zweiter Klasse zu machen. Er wollte sie wirklich mit seinen Worten zertreten. The further the tide of war turned, the more words replaced the declining impact of weapons. After Stalingrad, the new catchphrase was readiness to make sacrifices. Now the message was in every respect total.
Das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen, sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten. Extermination of the Jews. He almost let the truth slip out. Goebbels in the Sports Palace. He wanted public approval for a total war on the home front as well. The pinnacle of his speeches, painstakingly rehearsed. How to bring a people to the point of madness. Gegner behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg der Engländer, sondern die Kapitulation. Mittlerweile war aber eben auch in der Zuhörerschaft das so geschürt worden, diese, also erstmal unschuldige Frauen und Kinder und den Volkskörper verletzen und unsere deutsche Heimat mit Bomben bedecken und so. Das hatte ja schon die Wut natürlich auch in der Zuhörerschaft gesteigert. Und als dann die Fragen kamen und die Brüllerei erstmal losgegangen ist, dann war das nicht mehr kontrolliert. Wir waren so entsetzt, wie es möglich war, diesen bis zum Bersten gefüllten Sportpalast in einen solchen Begeisterungstaumel zu versetzen. Auf diese Frage hin, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, ja, dieses Geschrei. Und es war ein grauenvolles Erlebnis für uns. Wir standen wie erstarrt und jemand von den Leuten, die mit uns da waren, sagte, klatscht, ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen. Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ich habe mir es nicht vorstellen können, was denn nun eigentlich noch totaler werden kann. Sollte man überhaupt nicht mehr schlafen oder gar nichts mehr zu essen kriegen und alle Männer tot sein und die Zivilbevölkerung auch noch? Ich konnte mir davon gar keine Steigerung mehr vorstellen. Es war doch schrecklich genug. Nun folgt, steh auf und Sturm bricht los. That night Goebbels said, if I had ordered them to jump from the roof of a tall building, they'd have done it. What total war meant, people soon found out. No one could escape the call. The firestorm had long since returned to where it had first been ignited. Germany's towns were dying. He was flourishing. He thrived on crises. The firebrand knew how to bolster flagging spirits. With no victories to offer, he urged patience and perseverance. At least he dared to show his face on the streets, unlike Hitler. Publicly, Goebbels raised hopes of a miracle. Privately, he doubted if the war could still be won. It wasn't total enough for him. The commander-in-chief still disregarded the plans of his amateur strategist. Der Einfluss von Goebbels war minimal. Ich habe 100-mal erlebt, dass dieser Mann mit großen Plänen in das Führerhauptquartier geflogen ist und dann wiedergekommen ist wie ein kleiner Pudel, begossener Pudel. Er hatte nur die Eigenschaft, er konnte sich von sowas erholen. Nein, also ich glaube, dass seine Rolle bei weitem überschätzt wird. His role changed rapidly after the attempted assassination of Hitler. Goebbels was ruthless in crushing the coup in Berlin.
The devoted servant was now back in favor with his master. Total favor. As general plenipotentiary for the mobilization of total war, Goebbels had his men comb Germany to find yet more people to send to the war. He managed just before the end. The last call up to save a murderous Reich. Old men, boys. Now at last he could be a soldier too, but the arsenal was empty. Instead of wonderful weapons, desperate lies. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Ich bin in meiner Meinung, in meiner Überzeugung, ja, dass wir einen Krieg führen, den wir auch gewinnen werden, immer etwas bestärkt herausgegangen, immer etwas aufgebaut. Ja, denn er hat ja das gesagt, was andere ja schon vorher, sei es jetzt sagen wir mal, in der Hitlerjugend oder bei solchen Zusammenkünften uns dann gesagt haben, das hat er uns dann bestätigt. Und weil er das auch so sagte, musste es also stimmen. Wir waren ja in einer Hinsicht doch ziemlich einseitig gläubig. Words of encouragement to the end. A visit to the front in Lubania. Man erwartete eine Goebbels-Aufführung. Und nun kam eigentlich das Interessante, dass dieser Mann doch so klug war, dieses Wort von Endsieg nicht in den Mund zu nehmen. The lie used the truth to appear credible. Dass er hier also sozusagen wagt, hinzukommen und sagt, ihr habt Opfer zu bringen, nicht? Und auf euren Einsatz kommt es darauf an. Ich kann euch gar nichts garantieren, nichts versprechen. This madness seduced, above all, those who had never known anything else. Their trust was abused. Dieses Deutschland ist überhaupt nicht niederzubrechen oder niederzuwerfen. Nicht nur seine Männer, auch seine Frauen, ja, seine Kinder sind Helden. Die letzten Stunden hetzte noch die Jugend auf zum Kampf und zum Tod. Es war eine Bestie von Mensch. Wirklich. Und der war ja mit Schuld an allem. Wenn der nicht diese Propaganda so toll herausgeführt hätte und die Menschen so eingewickelt hätte, dann wäre vielleicht mancher schon früher auf andere Gedanken gekommen. Aber der verlorene Krieg, der ist uns ja in den schlimmsten Farben ausgemalt worden. Wir werden alle Sklaven. Entweder wir werden ganz aus, das deutsche Volk wird ausgerottet, oder wir werden Sklaven sein. Wir werden nur noch für die Russen arbeiten und für die Amerikaner und für die Engländer. Wir haben keine Existenzberechtigung mehr auf der Welt. Also wir müssen uns verteidigen. So ungefähr war das. Und damit haben sie die Leute wirklich bei der Stange gehalten. Total ruin. And he prolonged it with words. Hier hören wir uns die Hände blutig arbeiten. Und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwingt.
Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Provokateure oder aufsässige Ausländer sind sofort festzunehmen oder besser noch unschädlich zu machen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Er hatte vielleicht 5 Minuten gesprochen, da erfolgte ein Einschlag von einer schweren Artilleriegranate im Garten des Hauses. Die Explosion war so stark, dass also nicht nur sämtliche Fensterscheiben in meinem Raum kaputt gingen und uns auf den Schreibtisch flogen, sondern auch Mauerteile und Mörtel. Und ich sah, wie er sein Manuskript so nahm und weiterlas und dabei mit der rechten Hand den Staub, die Glasscherben und den Mörtel von dem Manuskript runterwehte und sich überhaupt nicht stören ließ. While Stalin's soldiers were already in the heart of Berlin, in Hitler's bunker, Goebbels was closer to his master than ever. And he was desperate to follow him to the grave. Da kam plötzlich Goebbels herein und ich war also wirklich erschüttert, wie der aussah. Er war leichenblass, mit Tränen in den Augen und er kam dann auf mich zu und anscheinend war niemand anderer da, dem er sein Herz hat ausschütten können. Jedenfalls sagte Frau Junge, der Führer will, dass ich ihn verlasse, dass ich in Berlin bleibe, dass ich in der künftigen Regierung eine Funktion übernehme. Und ich kann das doch nicht. Also er war ganz verzweifelt, weil er sich doch wirklich als der treueste Gefolgsmann gefühlt hat. Und er geglaubt hat, es gibt keinen größeren Beweis für seine Treue, als mit Hitler zu sterben. That led to murder. From the idyll at home, Goebbels had his children brought to the bunker. Ja, da gab es natürlich ein Drama unten im Keller. Als es hieß, die Kinder bleiben hier, da kamen Frauen, Küchenpersonal, Büropersonal, die kamen und haben Frau Goebbels auf Knien drum gebettelt um die Kinder. Ja, und dann kam der Tag, wo Frau Goebbels die Kinder zurechtgemacht hat zum Tod. Weil er alle weiß gekleidet, die Haare aufgekämmt. Ja, und dann sind sie weggegangen. Sehe ich den Goebbels, so die Hände reibend. Und dann war ein Lied zu Ende. Und dann sagte er ein neues Lied an. Durch Groß-Berlin marschieren wir, für Adolf Hitler kämpfen wir, sagte er an. Und die durch Groß-Berlin marschieren. Müssen Sie sich mal vorstellen, das war also sowas Makabres, sowas Erbärmliches. Und da habe ich auch bei mir gedacht, dieser Hetzer, der gibt keine Ruhe.